Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich mir eine ganz besondere Challenge gesetzt und zwar werde ich versuchen, einen kompletten Beat aus nur einem einzigen Sound zu bauen und zwar meiner heißgeliebten Spins 808. Damit das Ganze ein bisschen spannender ist, benutzen wir heute auch nur FL Studio Stock Plugins, das heißt keine externen Plugins, damit wir das nicht irgendwie durch Portal jagen und die Sounds komplett verändern können oder so, sondern nur die Tools, die FL uns quasi mitgibt. Wir gehen rein ins Projekt und wir haben halt genau einen einzigen Sound, den wir heute benutzen dürfen, und zwar die gute Spins. Ihr wisst doch, was es ist. Aus der müssen wir jetzt quasi alle Sounds rausholen. Wir sind ja keine Psychopathen und deswegen ist unsere Aufgabe jetzt erstmal mit der Melodie anzufangen, denn nur Psychopathen fangen mit den Drums an, Freunde, wisst ihr doch. Ja, deswegen müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir aus der 808 einen Melodiesound bauen. Meine Idee ist quasi erstmal aus der Spins so eine Art Bell zu machen, aus der wir dann so einen Arp machen können, um daraus dann quasi einen Loop zu bauen, den wir dann resamplen können und so. Ich pitch das mal 2 Oktaven nach oben, bumm. Genau, und ich würde quasi das Ding dann in den EQ erstmal reinjetten. Erstmal schauen, dass wir das hier so ein bisschen einschränken. Den Sound ein bisschen kürzer machen. Vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen was machen, indem wir die Attack so ein bisschen hochdrehen. Mhm. Und jetzt können wir quasi, indem wir sowas wie einen Reverb da drauf ballern, können wir halt quasi dann das Tail wieder länger ziehen. Das heißt, ich nehme jetzt hier den guten alten Fruity Reverb 2. Geht schon mal in eine gute Richtung und ich würde noch mit einem Chorus drüber gehen. Ah, da können wir auch so ein bisschen Noise reinlayern, das ist auch geil. Hyperchorus, was geht bei dem? Ah, das ist dieser neue, ne? Okay, da kommt ja schon mal was raus. Ich würde das jetzt erst einmal als One-Shot bouncen. Das ist ja schon mal was auf jeden Fall. Und dann würde ich damit quasi versuchen, nochmal eine Oktave höher zu spielen, glaube ich. Und damit jetzt erstmal so eine Art Melodie irgendwie einmal hinzuknallen, damit wir einmal irgendwie was haben, was wir dann halt auch nochmal bouncen können. Dann hier einmal den Randomizer hitten, ganz wichtig. Hier so ein ganz kleines bisschen. Wir bouncen das und dann fangen wir an mit Resampling. Und zwar würde ich das in Addison reinpacken und dann hier den guten alten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Sample Rate Trick benutzen. Das heißt, wir gehen quasi einfach ins Sample rein und wenn wir jetzt hier die Sample Rate runterschrauben, ja, ich weiß nicht, vielleicht so auf 8K, 8000 und das dann resamplen, dann kriegt das schon so ein bisschen so einen düstereren Flavor. So ein bisschen washed. Geht sogar noch weiter runter, würde ich sagen. Was wir machen können, ist eventuell das Ding ein bisschen pitchen. Aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit, wie das klingt an sich. Also ich würde hier nochmal so ein bisschen, vielleicht auch actually einfach auf dumm ein bisschen distorten. Ey, Soundgoodizer ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Call, Bro, sag ich ehrlich. Okay, das macht gerade nur Noise. Ja, ganz ehrlich. Ich würde so gerne da jetzt einfach Soothe drauflegen, Alter. Um dieses Gate-mäßige Ding noch ein bisschen zu verstärken, können wir das eigentlich auch nochmal in Fruity Slicer reinjetten. Also lädst du es einfach da rein, machst dann Auto-Slicing auf, ja, Half-Beat, vielleicht auch Beat sogar nur. Und dann kannst du hier so Attack und Decay von den einzelnen Chops hochdrehen. Und damit kriegst du, selbst wenn du das Pattern quasi gleich lässt, kriegst du damit einen ganz geilen, ja, wie so einen Gated-Effekt, weißt du?
Ja, Mann, da wird doch langsam Schuh draus. Geil. Das ist immer noch die Spins 808, ne? Überlegt euch das mal, Bro. Das ist halt crazy. Das ist verrückt. Wenn ich hier drin jetzt noch mal ein bisschen Pitch-Shifting mache. Oh, 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 we getting somewhere. Ich hätte eigentlich so ein bisschen so eine leichte, warme Saturation, aber ohne, dass das jetzt distortet. Aber das kriegen wir nicht hin, ne? Fruity Big Clock. Das ist nicht wahr, das ist nicht wirklich ein Plugin. Digga. Bro. Fastest Warmth Preset. Mit ihm hier, sagst du? Ja. Ach so. Ja. Auch mit der Noise, das mag ich. Ja, ich glaube, das kann man schon als so Main Sound so machen. Und ich würde das dann quasi mit sich selbst layern. Entweder halt, wir nehmen das, was wir haben und layern das nochmal mit sich selber, aber auf Halftime. Oder andersrum, wir nehmen das, was wir haben und pitchen das nochmal dann einen kompletten hoch. Ne, ihr wisst, was ich meine. Also das wäre quasi die eine Option und das andere wäre quasi, das hier so lassen, wie es ist, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen runterpitchen nochmal und dafür dann das hier halt entsprechend hochpitchen und eventuell sogar auch schneller machen. Ich glaube, das ist es, oder? Das ist es auf jeden Fall. Da ist richtig Movement drin, Alter. Geil, lieben wir. Vielleicht sogar vom Tempo her ein bisschen runtergehen, ne? Mhm. Gefällt mir. I like. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter runter pitchen, Bro. Achso, Patcher wollten wir kurz abchecken. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es von Patcher... Wow, okay, hier sind ja voll die Stock-Presets. Holy shit, wow. Crazy, wusste ich nicht. Doubler. Hallo. Alter, ich wusste nicht. Oha, das ist ja übelst die Sauce. Ja, ey, aber ich glaube melodiemäßig, ich glaube, ich bin happy tatsächlich, Alter. Das ist schon um einiges besser, als ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Dafür, dass das aus einer 808 rauskommt, Bro, dann würde ich sagen, lass mal probieren, Drums zu machen. Nehmen wir uns erstmal wieder eine Spins 808. Ja, Mann. Hurra. Wie mache ich da jetzt eine Snare draus, Bro, Alter? Tatsächlich wahrscheinlich einfach einmal in die Hölle distorten, um dann wieder Frequenzen da rauszunehmen und dann mit so einem Envelope-Shape mäßig. Also wir pitchen erstmal hoch und dann distorten wir das wirklich in die Hölle. Also wirst du kickig. Ja. Und dann nur Höhen bei EQ boosten. Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch behauptet. Okay, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Gigascheiße. Ja, wie machen wir das, Alter? Hardcore. Aha, Mhm.
Warum ist hier immer noch Delay drauf? Ich habe den Delay ausgemacht. We're getting somewhere. Ja, leveln ist wahrscheinlich... Ja, Mann. Ah, dieser Reverb war eigentlich ganz geil auf 0%, aber... Ey! Ist gar nicht schlecht. Ist schon fast ein Snare, sage ich. Was passiert, wenn wir das einfach nehmen und mit sich selbst layern, aber tiefer? Ja, finde ich nicht kacke. Frequency Shifter, Bro. Klingt wie so Holzstöcke. Mhm. Voll. Muss mies compressed werden, sage ich halt auch. Vielleicht sogar actually mit Maximus. Also Lows können basically ja fast komplett raus. Das brauchen wir alles nicht. Das würde ich tatsächlich compressen. Das auch. Es klingt halt jetzt wie so eine richtig räudige EDM-Snare oder so, aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich schon fast eher wie so eine Clap oder so. Also ich würde die nochmal kurz recorden hier. Dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen was von dem Tail da rausnehmen. Ja! Ja! We did it! Jungs! Snare! Ja, Rim. Ja, I guess. Eher Rimshot. Hast recht. Digga, das waren die Spins, okay, Freunde? Alter. Mit einem hohen Pitch-Layern, sagst du. Ist eine Snare, Digga. Sag ich ehrlich. Transient Shaper, auch so ein Plugin, was ich noch nie benutzt habe, Digga. Was mache ich denn jetzt hier, Alter? Max Transients will ich, I guess. Mhm. Ja gut, das hat der Snappiness tatsächlich ganz gut getan. Soundgoodizer, ja, komm, wir machen jetzt dreimal Soundgoodizer. Nee, das bringt ja an der Stelle actually nix. Sagte er und es brachte übel viel. Junge, schau nur Soundgoodizer einfach. Ich würde mir den jetzt wieder bouncen halt. Snare. Und dann exportiere ich mir nochmal quasi nur das C als Rim. Crazy, das läuft wirklich besser als ich dachte. Ich dachte, das wird schlimmer. So, und jetzt müssen wir halt irgendwie auch noch an eine Hi-Hat kommen. Und ich würde sagen, wir machen einfach hier weiter, wo wir aufgehört haben, oder? Weil ich meine, im Prinzip, was ist Hi-Hat? Hi-Hat ist hohe Frequenzen in einem sehr kurzen Chop. Das heißt quasi, wir duplizieren uns das hier. Gib ihm. Clip sein Vater sogar. Und davon wollen wir nur die Höhen haben, beziehungsweise wir können das ja sogar nochmal distorten. Gib ihm, scheiß drauf. Einfach rein damit. Und dann machen wir aber das hier. Zack. Hi-Hat, kein Problem. Easy going, Alter. Kein Problem. Bro! Dicker! Alter, hä? Ja, easy, fertig. Bro! Hä? Hey, real talk, das ist eine Hi-Hat. Ich weiß nicht, was dir noch das Problem ist, Alter. Aber warte, ich finde keinen schlechten Call, was Hypotheria hier schreibt, mit einem EQ nochmal vor den Wave Shaper zu gehen. Ja, sowas nämlich hier. Das ist geil. Ich baue mal kurz so mäßig so ein Basic Pattern hier einfach. Gib ihm. Ja, die muss auf jeden Fall kürzer. Hast recht. Junge, ich fass es nicht, Alter. Das ist kranke Scheiße.
Okay, ey, und dann machen wir halt mal kurz das, was wir tun müssen, ne? Ja, ist ein Beat, Jungs, was soll ich euch denn sagen? Meint ihr jetzt Hi-Hat-Rolls? Ja, warum nicht, ne? Ah, okay, hier unten wird's schon sehr crunchy, Bro. Huh. Digga, das war alles mal die Spins, ey, du ey, ich pack's nicht. Ja, wir brauchen halt jetzt theoretisch, ne, vom Ding her, eine Open Hat. Das wird jetzt nochmal eine Challenge, Digga. Wir könnten einfach... Ja. Und wenn ich jetzt auch noch mit Fine Pitch. Ah, jetzt. Oh mein Gott. Okay, das recorden wir jetzt. Und dann machen wir dieses Blur-Ding von Edison. So, zack. Und jetzt ihn hier. Bumm. Jungs, sagt ehrlich. Open Hat oder nicht? Let's fucking go. Das ist so wild, dass das geht, Mann. Alter. Junge, einfach da. Alright, hey, ich würde sagen, passt, oder? Dafür, dass wir hier jetzt nur Spins 808s miteinander gelayert haben, mache ich ein YouTube-Outro. Outros sind auch voll unnötig, weil sobald jemand sagt, ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, klickt man halt sofort weg, ne? Tschüss!